Da kommen wir nicht zu nahe. Spinnen. Das sieht mir so nach einer Spinne aus. Ich sag ja, hier in diesem Wald gibt's viel zu entdecken. Aber wir haben noch lange nicht alles hier gesehen und ich habe euch auch noch nicht zu allem mitgenommen. Das ist ja das Schöne. Aber der Werwolf hat gerade die Düsen gemacht. Okay, weißt du was? Wir gehen nochmal auf den Berg da oben drauf. Scheiß drauf. Der Werwolf kommt nur einmal im Jahr. Ole, ole. Und schalalala. Okay, ich höre schon auf. Ich lasse es sein. Ah, nein, nicht schon wieder dieser Berg. Ich will doch nur da oben drauf. Was ist denn daran so schlimm? Was ist daran so verwerflich, da oben hochzukommen? Hochkommen zu wollen. Ist doch alles okay. Hier kann man doch hoch. Das sieht doch so aus, als ob man hier hoch könnte. Nein, kannst du nicht. Kannst du natürlich nicht. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Ja! Ja, das meinte ich. Der ist mir voll ins Kruzifix gelaufen. Oha. Der ist mir gerade richtig ins Kruzifix gelaufen. Ich habe gerade schon Panik bekommen. Der hat gleich Probleme. Ja, dann lauf mal. Verdammt, ey, der Werwolf war da. Fuck! Vergiss nicht, dein Geld auszugeben. Nein, wir müssen ja nur alles normal machen. Scheiße, ey. Das war so von Erfolg. Ey, der ist mir gerade in die Kruzifixe gelaufen. Schön, die Folge hat so schön angefangen, ey. Toll. Ich darf hier nicht so laut ragen, so wie in der letzten Folge. Es ist gerade mitten in der Nacht. Das war in der letzten Folge was anderes. Da hatte ich nämlich mittags aufgenommen gehabt. So kurz vor der Arbeit. Ich da mal eben schreie. Jetzt heute Nacht kann das ein bisschen kritischer werden. Weißt du was? Hey. Komm. Ich setze ja mein Kruzifix hier hin, ne? Oh, das Schöne ist, meine Kruzifixe waren noch so geskillt gerade wegen den, Oh, es tut einfach nur weh. Es tut einfach nur weh. Schön ist was anderes. Dann müssen wir ja jetzt hier lang, ne? Das hab ich wieder nicht, ne? Ob ich den Geist dann nochmal finde? Ich weiß ja jetzt, wo der war. Also so ungefähr. Eine halbe Stunde nehme ich schon auf. Aber mal gucken, wie viel ich da jetzt letztendlich noch mache.
Bearbeiten tue ich den Mist erst morgen. Wie gesagt, der Witcher, das kann ich ganz entspannt machen. Na, so gesehen, ihr habt ja dann noch eine Folge, die dann erst am Mittwoch raus, die dann, ja, ist jetzt für euch schwierig halt darzulegen, weil ihr habt die Folgen schon alle gesehen. Das bringt jetzt nichts, euch jetzt über meinen Zeitverhältnis jetzt hier aufzuklären. Es reicht einfach zu wissen, dass ich glaube, dass ich mit den Folgen für diese Woche... Kann ich mich an die ranschleichen? Man soll sich ja an die ranschleichen können. Ich möchte das einfach mal testen. Ich möchte das einfach mal testen. Ob wir uns wirklich an die Rand schleichen können. Ich möchte das einfach mal sehen, ob das geht. Okay, die laufen. Oha, die haben uns gesehen. Wie soll man sich an den bitte ranschleichen? Kann mir das mal jemand mal erklären? Schreibt es mal in die Comments. Das geht doch gar nicht. Wie soll ich mich an den bitte ranschleichen? Oh ja, Kief, schleich dich bitte an den ran! Indem ihr erklärt, wie ist das die eine Sache? Der Penner hat sich verpisst. So sieht's nämlich aus. Der Penner hat sich da verpisst einfach. Der ist gegangen. Nein! Wie viel Schuss frisst der? Schleiß dich rein und töte sie! Die haben sich jetzt an mich rangeschlichen und Schüsse bringen bei denen gar nichts. Ach du Scheiße. Also wie gesagt, sollte... Ja, das haben wir ja gerade gesehen, dass das an der Standort angezeigt wurde. Theoretisch... Weiß ich nicht. Also wie gesagt, wenn jemand von euch das Spiel kennt und mir sagen kann, wie man an diese roten Zombies vorbeikommt, oder am besten an die, ne, ich sag mal, interagieren kann, ja, dann schreibt's in die Comments. Schreibt's in die Kommentare. Bis zur nächsten Kreatur bin ich sowieso gespoilert. Ihr könnt mich, also wie gesagt, Tipps werden gerne gesehen. Genauso wie mit der Kopfgeldjäger-Lizenz. Deswegen da nochmal vielen Dank in diese Richtung. Die wird sich natürlich auch sofort beschafft. Ja, man kann nie genug Geld haben. Die Sache ist einfach... Was ich mich einfach frage, ja, ist einfach, warum? Warum so schwer machen? Also wie gesagt, das Spiel ist nice.
Und wie gesagt, es ist schon eine Schwierigkeitsstufe für sich, wenn du sagst, okay, du kriegst das Spiel nicht erklärt. Du musst dich da selber rausfinden. Aber an einigen Stecken. An einigen Stellen finde ich, das macht es auch so langwierig und auch mit unter anderem auch so langweilig. Also wie gesagt, ist ein gutes Spiel, wirklich, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt und ich kann es nur wiederholen. Ich spiele Witchhound wirklich gerne und ich freue mich auch, dass das hier auf dem Kanal so gut aufgenommen wird. Keine Frage, nur ich würde mir wünschen, dass ich ein bisschen mehr Action zeigen könnte. Und wie gesagt, Hut ab, dass man das hinbekommen hat als eine Person. So ein geiles Spiel zu kriegen. Top. Da kannst du einfach nichts sagen. Das ist top. Na, das ist nicht wahr. Okay, aber... Ja, okay, der ist auf dem Berg. Sollten wir den... Ich riskiere es gleich... mal zu gucken, wo der ist. Für den Werwolf echt clever. Die Frage ist einfach nur, wo ist der? Was? Der kann überall sein. Das ist ja auch die Scheiße. Der kann fucking nochmal überall sein. Ich brauche 20 Mana. Mananana. Da 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 da. Mananana. Da 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 da. Mananana. Oh, bitte. Tu mir einen Gefallen. Und laufe mir doch vors Gewehr. Oh, mein lieber Werwolf. Oh, mein lieber Werwolf. Gesang wird's jetzt auch nicht machen. Boah. Es ist wirklich so, wie ich es in der, wie ich es vor zwei Folgen gesagt habe. Es ist wie Lottospiel mit dem Vieh. Weißt du? Den zu finden, genauso gut könntest du eine Million im Lotto haben. Also 6 richtige, ne? Von 100 Meter ist ein doch zu großer Radius. Das Alter, wo ist der Penner hin? Digga, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Toll. Okay. Wir gehen zu Jeff, dem Geist. Jeff, ich heiße Jeff. Ja, Keith ist echt ein versauter Boy. Wisst ihr ja schon. Ich denke, das spoilere ich euch jetzt nicht zu hart.
Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das könnt ihr mir jetzt nicht erzählen. Mann, ihr wollt mich doch alle verarschen. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ja, ich musste eigentlich wieder hin zu Jeff dem Geist. Der Ted ist dann wieder bestimmt ein cooles Buch oder so. Wahrscheinlich finden wir jetzt ein anderes, aber egal. Wäre nice, wenn dem so wäre. Ich weiß ja so grob, wo wir hin müssen. Das daran liegt ja jetzt nicht, dass ich jetzt nicht weiß, wo wir hin müssen. Nur ist es jetzt wirklich die Schwierigkeit, das irgendwie, ja, herauszubekommen. Sag ich mal. Ganz ehrlich. So. Weißt du was? Ey, Alter. Entweder ich finde gleich irgendwas Tolles oder das Vieh kommt eigentlich mal vor die Flinte. Ach, das ist wieder das Vieh. Er muss ja hier irgendwo sein. Das kann doch nicht sein. Weißt du was? Ich habe gleich die Faxen dicke. Ich setze gleich mal ein Kruzifix hin. Und wenn der Penner meint, hier vorbeikommen zu müssen, soll er's tun. Kann sich hier gerne was einfangen. Jumpscare. Okay, diese Flüsterer konnte ich bis jetzt echt gut abwehren. Okay, der wird jetzt deutlicher. Da muss er hier irgendwo in der Nähe sein. Boah, hier in den Wäldern, den zu schießen. Oh nein, lass mich den bitte nicht hier finden. Lass mich den bitte nicht hier finden, Spiel. Sei nicht so ein Arschlochspiel. Ich brauche noch 20 Mana. Ja, wenn der Typ mich gleich erwischt, dann habe ich gleich überhaupt kein Mana mehr. Jumpscare. Jumpscare. Ich dachte, ich warne euch einfach mal vor wegen der Jumpscares, wisst ihr? Ist ja auch scheiße für euch, wenn ihr nicht vorgewarnt werdet von mir. Auf die Jumpscares. Da müssen wir hin, wegen dem Geist. Und pass auf, soweit wir oben auf dem Berg sind oder gleich, wir kriegen wieder Herzklopfen. Und ich frag mich einfach, wo die Tülle rumläuft. Vor allen Dingen, das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein, einen Werwolf zu finden. Also jetzt mal Retalk. Ne? Das
geht doch nicht. Pass auf. Hui. Ja, nice. Wir haben wieder 4 Dietriche aufgefunden und wir haben hier sogar noch einen Schatz. Sollten das dringend jetzt, wir sollten es eigentlich dringend speichern. Weil an sich ist das auch eine coole Fähigkeit, die wir hier haben. Finde ich jetzt, ne? Ganz persönlich. Kann ja jeder davon denken, was er möchte, aber ich finde, das ist eine ganz coole, dass wir jetzt mehr Mana von den Viechern kriegen. Nice. Wir folgen gleich dem Geist. Der hat ja auch noch was, bestimmt irgendwas Schönes für uns. Und dann mache ich einfach mal einen Vorschlag zur Güte. Wir laufen, ja? Oh, das war schon. Das haben wir schon gelootet. Weil wir haben 145. Wir haben noch nicht so viel Geld. Das ist das Problem. Wir haben einfach nicht so viel Geld. Wir haben auch gerade überhaupt kein Mana, um irgendwelchen Speinen an irgendwelchen Steinen zu speichern. Mal kleiner Funfact so am Rande. Ich fand es schon echt belustigend, wie Pan das mit dem Speicher nicht gerafft hat. Dass die erst dachte, dass es mit dem Ortswechsel nicht funktionieren würde. Das ist halt das Ding. Da du hier wirklich nicht an die Hand genommen wirst oder dir das erklärt wird, kannst du dich auch eine Menge falsch verstehen am Spiel. Und manchmal glaube ich, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du es falsch verstehst. What, 204? Hab ich irgendwas gesagt? An welchem Punkt der Ich fall da hinten ins schwarze Loch und komm da hinten raus. Alles klar. Natürlich. Aber dann sollten wir uns echt mal ins Dorf bewegen. Mal ohne Scheiß, Leute. Jetzt ist gerade Ziemka wieder da. Möchte wieder hier Parade, ne? Show. Dann sollten wir jetzt echt mal ins Dorf und mal eben speichern. Dass wir eben den Ortswechsel machen und somit speichern. Nein, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Jumpscare. Jumpscare, passt auf. Wisst ihr, das Problem ist einfach, ich jag trotzdem immer hoch, weil ich die Kopfhörer volle Pulle hab. Das heißt, ich hör das so krass übertrieben laut.